Ganze heute zum ersten Mal live. Schalte mal das dort noch ein, damit ich auch live Bild habe. Ja, es geht ja wunderbar. Ich hoffe, dass das alles super funktioniert. Und zwar möchte ich heute Schnetzels machen. Ich habe jetzt schon was hergerichtet, und zwar Kräuter, Gemüse, Lauchzwiebel, Karotten, Sellerie, ein bisschen am Bauchspeck braucht man. Und gutes Fleisch, das holen wir später dazu, weil das ist nur im Kühlschrank. Das ist sehr gefühlt, das ist ein bisschen heikel. So, dann fangen wir mal an mit dem Gemüse. So, das war schon mal der erste Streich. Dann haben wir da ein bisschen Paprika da. Der ist schon vorgeschnitten, das ist überbleibend von gestern. Da machen wir schmale Streifen aus. Weil heute, wo es in die Hosen geht, setzt man nicht besser. Ich hab Life is Life. Weil normalerweise darf ich euch jetzt da das zusammenschneiden, aber wie gesagt, das ist live und jetzt müsst ihr es leider aushalten, mir da zuschauen. Ich denke, da kommt das gleich. So. Ruhig ein bisschen rustikaler Tüten sein. Dann später auch vom Gemüse so schmecken. Ungefähr 2 mm dicke halbe Scheiben.
Kameraden machen das nicht da. Wahnsinnig zu für die Augen. So, dann Sellerie. Den müssen wir schön. Und Kameramann, alles gut, ja. Praktische Streifen. Das ist ein reiner Geschmacksträger. Der braucht nur dabei sein. Gemüse, noch frisches. Schönes Kleber machen. So.
farbig, rustikal sein. Überhaupt kein Problem. So. So weit, so gut. Vorbereitung. Dann. Ich nehme es jetzt alles ein bisschen da her. Bereit. Dann gehe ich jetzt schnell das Fleisch rein und dann machen wir weiter. Fleisch. So, und dann geht's los. Warte mal mit. Jetzt nehmen wir mal die Kuhfalbe als Unterlage. Da hole ich mir die Kohle rein. Wenn wir geschnetzelt machen und guten Fleisch relativ schnell tun, reicht das, was wir da haben. So, dann jetzt ungefähr die Hälfte auf Seiten. Zuerst fangen wir mal an mit ein bisschen Öl. Dann kommt das Hautgemüse. Sellerie, Karotten. Während das jetzt hier schmuggelt, machen wir das, was wir vergessen haben, nämlich einen Zwiebelschneiden. Oder Moment. So, jetzt geht's weiter. Lass mich schnell das machen. Geht halt der Blase, das ist ein Prosper.
Life is life. So, lass uns weitergehen. Und fahren die Flügel zu. So. Das ist jetzt schon mal leicht angeschwitzt. Das kann man ein bisschen auf Zeit machen. Set. Paprika und der Lauchzwiebel. So, dann machen wir den Mitten ein bisschen am Brot wieder. Ein Augenhauch, ein bisschen Oregano, Majoran, dann ein Grillgewürz, noch Wahl und Geschmack. Bei mir ist da ein bisschen der Rauch, der jetzt alles muss aber nicht sein. Und Tomatenmark. Thank you.
Dann müssen wir das Ganze nur mit Wasser oder besser gesagt einer Hühnersuppe aufgießen. Das machen wir jetzt auch. Schütten da circa 100 ml Sahne dazu. Mischen ebenfalls das Mehl mit der Sahne. Das wird unser sozusagen Bindemittel für die Sauce. Das dann fertig ist, sind insgesamt 150 ml Sahne, 50 ml, wo man für das Bindemittel braucht. So. Oystersauce, mediterran, asiatisch, haben wir noch alles drin, was gut ist. Das sind circa 3 Esslöffel voll. Dann umrühren. Das hat Luft ausgekriegt. Der Überdruck entsteht. Und die Kohle nach oben backen. So. Das braucht jetzt ca. 20 Minuten, bis es fertig wird. Ich werde dann nur ein Tellerbild nachliefern und ein Foto nach ca. 20 Minuten, wie das im Club ausgeschaut hat. So, hallo, grüß euch. Jetzt geht's wieder weiter, weil das mit irgendwas dazu oder weg da von dem Video, das funktioniert nicht recht, zumindest weiß ich nicht, wie es geht. Wenn es wer weiß, bitte um Information. Besten Dank, gell, mit einer Nachricht oder so. Ich komme da überhaupt nicht aus. So, jetzt schauen wir mal beim Schnitzel nach. Oh. So. Rühren wir mal um. Wunderbar sämig. So. Da gehen jetzt noch die Kräuter rein. So. So, jetzt darf das Ganze eigentlich fertig sein. Jetzt hole ich noch ein bisschen Reis auf den Teller und dann schauen wir uns das kurz am Teller an und kosten. So. Das Fleisch ist gut durch. Thank you.
fürs Us. So. Bisschen. So. Ein bisschen Salz. So. Somit darf das Ganze fertig sein. Und wir werden es jetzt auf den Tisch platzieren und das verspeisen. Ich bedanke mich nochmal recht herzlich fürs Zuschauen. Entschuldigt, dass das nicht so funktioniert hat. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Für euch. Euch eine kleine Bitte meinerseits: Seid so nett und unterstützt meinen Kanal mit einem Abo und die einzelnen Videos, vielleicht mit einem Like, wenn es euch gefallen haben, oder ein Dislike, wenn nicht. Natürlich freue ich mich auch über Nachrichten, positiv oder negativ, und eine Unterstützung war ganz ideal. Dazu findet ihr einen Link unter meinen Videos. Besten Dank. Ciao.